Mike Wunder ist zufrieden mit seinem Aussehen. Ein Anzug aus bestem Material, der perfekt sitzt. Früher hätte er ihn sofort gekauft. Also, zu lang als zu kurz. Das sind bei den Italienern das Problem. In diesem Café treffen sich mittags viele Geschäftsleute. Auch Mike hat früher in solchen Lokalen seine Mittagspausen verbracht. Von 1993 an bis zu ca. 2001 habe ich als freiberuflicher IT-Consultant für große Unternehmen gearbeitet und so ca. 15.000 Euro im Monat verdient. Die Universitätsstadt Marburg. Hier ist Robert Hesse, 57 Jahre alt, geboren und aufgewachsen. Das heutige Religionswissenschaftliche Institut, Roberts ehemaliger Fachbereich. Ich habe von 1976 bis 1981 in Marburg an der Lahn Religionswissenschaften studiert und auch mit Magister abgeschlossen. Und Schwerpunkt waren die verschiedenen Arten der Mystik im Christentum und Islam. Bilder aus der Zeit, in der Stefan Beer, ein glücklicher Familienvater, und seine beiden Töchter noch Kleinkinder waren. Damals sah die Zukunft noch glänzend aus. Das lief ja wie am Schnürchen, ja. Abitur, keine Probleme, ja. Ein 1er-Abitur gemacht. 3 Jahre bei der Armee gewesen. Mit recht guten Beurteilungen dort raus. Angefangen zu studieren, Beststudent gewesen, ne? Sonderstipendien gekriegt. Bahnhofsmission Berlin Zoologischer Garten. Hier bekommen Obdachlose eine Mahlzeit umsonst, jeden Tag finanziert von Spenden. Auch für Mike war dieser Ort irgendwann die letzte Rettung. Längst kann er sich keinen Anzug mehr leisten und auch sonst nicht viel. Ja, ein Käsebrot vielleicht, ja? Ja, das ist super, danke schön. Und kann ich noch so ein Croissant bekommen? So ein normales Croissant wäre mir am liebsten. Seit Jahren hat der Informatiker Mike Wunder keinen Kontakt mehr zur Familie, zu keiner einzigen Person aus seinem ehemals bürgerlichen Leben. Manchmal werden die Obdachlosen noch von Angehörigen oder Freunden vermisst. Dann hängen Zettel mit Suchmeldungen vor der Bahnhofsmission. Ich glaube, nach mir wird wohl im Moment wohl eher niemand suchen, denke ich mal. Dafür habe ich mich einfach zu sehr von allen noch abgekapselt. Speziell auch in der Zeit, wo ich dann obdachlos geworden bin. Ich würde mich dem Kontakt auch nicht stellen. Also meine jetzige Situation glaube ich nicht, dass es mir sehr gelegen erscheint, jetzt irgendwo mich zu melden oder guten Tag zu sagen oder überhaupt auch jemanden aus meiner Familie zu treffen. Es wird Abend in Berlin. Die Straßen der Stadt sind heute Robert Hesses Zuhause und manchmal auch ein Dachboden. Noch vor dem Mauerfall kam der Religionswissenschaftler von Marburg nach Berlin. Seit 3 Jahren hat Robert keine eigene Wohnung mehr. Morgens weiß er nie, wo er die nächste Nacht verbringen wird. Wenn du draußen irgendwas suchst und dir überlegst, wo kann ich mich denn einigermaßen sicher hinlegen, wenn du auf den Dachboden gehst, ne? Selbst das ist Stress. Hoffentlich hört dich keiner und ich schleiß da vorbei. Es sei denn, es gibt da zufällig Bewohner, die dich kennen und sagen, okay, lass den mal, der macht auch weiter nichts. Ein Leben ohne Geld, das erfordert von Mike neue Fähigkeiten. Vor 20 Jahren studierte er Informatik in Karlsruhe und machte in Los Angeles einen Abschluss als Master of Science. Zurück in Deutschland arbeitete er als Berater für große Unternehmen. Manchmal hilft ihm jetzt sein Organisationstalent, das ihn früher so erfolgreich machte. Das Flaschensammeln ist halt eine der wenigen halbwegs sicheren Einnahmequellen überhaupt, die man hat an Bargeld, für Bargeld. Und da muss man sich natürlich, dadurch, dass es viel Konkurrenz auch auf diesem Gebiet gibt, ein bisschen clever anstellen. Und es ist auch zum Teil sehr zeitaufwendig. Da muss man schon mal ein bisschen spitzen, in die Papierkörbe und so weiter reinspitzen. Aber das lohnt sich wirklich nur in touristisch erschlossenen Gebieten. Mike Wunder war ein gefragter Mitarbeiter, wechselte ständig an neue, noch interessantere Arbeitsplätze.
Sein Gebiet war die Synchrondatenhaltung, also die Organisation von Daten im laufenden Betrieb. Das ist wie eine Droge irgendwie. Erfolg ist wie eine Droge. Das ist zum Teil ganz schlimm. Ja, also man will immer mehr, immer schneller, immer besser, immer höher, immer weiter. Immer. Ja, man will das. Ja, und wenn man da kein Korrektiv hat, in Form vielleicht einer liebenden oder meckernden Ehefrau, Kinder, keine Verantwortung hat. Ich habe ja nur Verantwortung für mich selber gehabt. Ja, und ja, wenn das Korrektiv fehlt, kann es halt wirklich zu Entgleisungen kommen. Und genau das ist passiert. Ja. Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo die Wellen so ein bisschen über einem zusammenschlagen. Es ist im Prinzip ein Dauerstress. Man hat keinen Urlaub oder man nimmt sich einfach die Zeit nicht. Man vernachlässigt sich selbst und seine Seele. Und dieses kann man, glaube ich, nicht auf ewig durchhalten. Also bei mir war nach 5 Jahren Schluss. Ich war innerhalb dieses Projektes von einem Tag auf den anderen nicht mehr erreichbar. Für meine Headhunter nicht mehr erreichbar. Für meine Kollegen, Freunde und Bekannten nicht mehr erreichbar. Ich konnte auch gar nicht erreichbar sein. Ich habe mein Laptop, das habe ich in die Mülltonne geworfen. Ich konnte nicht mehr. Ich war erledigt am Ende. Ein Burnout, aus dem ihn niemand retten konnte. Der Kontakt zur Familie war längst abgebrochen. Über ein Jahr lebte Mike von seinen Ersparnissen. Dann suchte er einen Job. Schließlich beantragte er Hartz IV. Als die Bedarfsermittler des Arbeitsamtes in seine Wohnung kamen, um seinen Fall zu prüfen, warf er sie einfach hinaus. Darauf sperrte man ihm die Zahlungen. Mike entwickelte eigene Überlebensstrategien. Diesen Busch oder diesen kleinen Baum habe ich ein bisschen modifiziert, damit ich so eine Art Igloo aus Blättern habe, was man jetzt leider nicht so sehen kann, erst im Sommer so richtig. Und ja, die Sachen hier, die habe ich zusammengetragen. Der Diplom-Informatiker baute sich eine Bleibe im Park. Damit versuchte er sich wenigstens ein Stück seiner Unabhängigkeit zu erhalten. Er, der früher als Chef Anweisungen geben konnte, kam nicht damit zurecht, bei Behörden Bittsteller zu sein. Er ging nicht mehr zum Amt, zahlte seine Rechnung nicht mehr, öffnete seine Briefe nicht. Kurz vor der Zwangsräumung bezog er sein Igloo. Dort wohnt er seit 2 Jahren. Sommer wie Winter. Am besten benimmt man sich, indem man überhaupt nicht auffällt. Also nicht in Erscheinung tritt, praktisch unsichtbar ist. Und wenn man im Park rumläuft, eben wie ein Spaziergänger oder wie ein aussieht oder jemand, der seine Freizeit verbringt, auf keinen Fall den Eindruck erweckt, dass man hier wohnt. Das darf man auf gar keinen Fall. Vormittag in einem Wohnheim, die Luxusklasse mit Einzelzimmer. Eine amtliche Einrichtung für Obdachlose. Stefan Beer wohnt seit 3 Monaten hier. Guten Morgen. Buongiorno. Komm ist da. Nee. Du weißt, ich kann kein Italienisch. Geht's dir gut oder weniger? Mir geht's hervorragend. Und ja, du willst mit mir wirklich Blitzschach spielen? Stefan will so bald wie möglich eine eigene Wohnung, damit er seine beiden Töchter endlich wieder einladen kann. Sie soll nicht wissen, wie er lebt. Er hat sie seit Wochen nicht gesehen. Die Kinder sind der Grund, warum er hier wieder herauskommen will. Er hat das Foto der Töchter aufgehängt, damit es ihn immer daran erinnert. Ich bin beim Nullpunkt, ne? Um nicht zu sagen, ich bin ja eigentlich schon bei -3. Denn wenn man jetzt so meine Situation betrachtet, also ich stehe kurz vor der Scheidung, bin arbeitslos, habe im Prinzip keine eigene Wohnung. Ja. Ich hatte alles schon, habe im Prinzip fast alles eingebüßt und weiß nicht, ob ich das, was ich schon mal hatte, wiederkriege. Ja, das ist so. Während Stefan in Ost-Berlin studierte, fiel die Mauer. Die Wende kam, eine Wende zum Schlechten in seinem Fall. Nach seinem Studium der Landwirtschaft Tierproduktion sollte er eigentlich eine LPG leiten. Aber plötzlich schien das Studium nichts mehr wert zu sein. Er brach ab, unternahm später noch einen halbherzigen Versuch, Ingenieurwesen zu studieren und gründete ein Unternehmen, das bald pleite ging. Also ich hatte immer so einen speziellen Rhythmus, ne? Mal wieder Arbeit, arbeitslos, wieder einen Job.
arbeitslos. Und in dieser Zeit habe ich meine Frau kennengelernt. Das Kennenlernen meiner Frau und die Geburt meiner beiden Töchter, das war wieder so als, oh, da funktioniert ja noch was. Ja? Das alles andere kann ja dann gar nicht so schlimm sein. Es wird schon gehen. Und wenn wir zusammenhalten, ja, eine Familie haben, dann wird sich alles andere schon organisieren lassen. Das war wirklich mein Gedankengang. Dann kam eben der Einbruch, dass meine Frau einen anderen Mann kennengelernt hat und eben für sich selbst festgestellt oder festgelegt hat, dass sie ja lieber mit dem anderen Mann zusammenleben will, obwohl sie mir ständig beteuert hat, dass die Familie eigentlich das Wichtigste wäre. Ja. Und dann bin ich ausgezogen. Die möblierte Wohnung konnte ich mir dann nur eine begrenzte Zeit lang leisten. Habe dann ziemlich schnell Mietschulden angehäuft, musste also aus der Wohnung raus. Und da hatte ich schon für mich so mehr oder weniger gesagt, eigentlich, was will ich noch? Es ist alles weg, ja. Es ist alles weg. Schulden hast du, Familie ist kaputt, Job hast du auch nicht. Ja, und dann habe ich angefangen, um mich zu betäuben, habe ich angefangen zu trinken. In der Kreuzberger Heiligkreuzgemeinde ist einmal in der Woche Tag der Obdachlosen. Mit der Kälte kommt der Kleiderwagen. Robert sucht Winterwäsche. Wer braucht Socken? Was? Für den Hund. Nee, jetzt sind wir dünner. Ja. Und ich weiß nicht. Das war ein Fehlchen. Das ist von Langhantelhosen oder so. Robert, früher Religionswissenschaftler, ist heute rund um die Uhr damit beschäftigt, Essen, Trinken, Kleidung und einen Schlafplatz zu organisieren. Nach 3 Jahren auf der Straße ist er es gewöhnt, sich mit dem Nötigsten aus Spenden zu versorgen. Er kennt Mangel und Unsicherheit von klein auf. Alles, was ich weiß, ist, dass die Mutter irgendwann mal nach Amerika gegangen ist. Soll sehr jung gewesen sein. Vom Vater gibt es irgendwelche Gerüchte, aber wie das so ist, man hat ja damals nicht so Auskünfte gekriegt. Ich habe mich auch später nie besonders drum gekümmert, noch was herauszukriegen, aber ich bin erstmal in einem Heim aufgewachsen, einem Diakonissenheim, und wurde dann adoptiert. Natürlich wusste ich es erstmal nicht, aber da das ein relativ kleiner Ort war, wo sozusagen jeder jeden kannte, dann war das irgendwann schon bei. Es war ein Kindergeburtstag bei einem Nachbarsjungen, der mir irgendwann mal offenbarte, aber du bist ja gar nicht der richtige Junge von deinen Eltern. Und erstmal dachte ich, was heißt das jetzt wohl? Da beginnt ja dann das große Fragen. Da ist man vielleicht erst 6, 7, 8 Jahre alt. Und trotzdem fragt man sich ja diese berühmten philosophischen Fragen. Ne? Wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Und was bedeutet das? Das ist natürlich ein Schrecken, ein existenzieller Schrecken. Marburg, die idyllische Kleinstadt in Hessen, die Robert verlassen hat. Dabei schien sich doch damals alles zunächst zum Guten zu entwickeln. Nach seinem Hochschulstudium und seinem Diplom in Religionswissenschaften gelang es ihm rasch, einen Arbeitsplatz zu finden. 10 Jahre lang hat er in einem Internat gearbeitet und betreute dort blinde und sehbehinderte Schüler des Gymnasiums. Dann begann der Alkohol ein Problem zu werden. Manche der Schüler waren enttäuscht von ihm, als er ging. Einer davon ist Rüdiger Ulrich, der heute zuständig ist für die Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung. Der frühere Freund erinnert sich noch gut an Robert. Ich selber persönlich kenne den Robert seit Mitte der 70er Jahre. Ich kann mich erinnern, dass er ein kulturell sehr begeisterter Mensch war, ein toller Musiker, Gitarre gespielt hat, in verschiedenen Bands gesungen hat, dass er ein super Sportler war, total belesen.
Und ja, also mit, sagen wir mal, sehr, sehr gut Freunde hatte, Bekannte hatte. Ja, daran kann ich mich erinnern. Robert hat Marburg damals verlassen, weil er sich in eine Frau aus Berlin verliebte. Eine Beziehung, die unter keinem guten Stern stand. Die Zeit in Marburg mit sicherem Einkommen war vorbei. Die ging zu Ende, weil ich mich schlicht und einfach nach Berlin verliebt habe. Ich habe eben festgestellt, dass es die wichtigsten Menschen in meinem Leben Frauen waren und sind. Das Komische war halt nur immer, dass sie irgendwann mal dachten, sie müssten was anderes machen oder heiraten einen anderen oder verschwinden ganz aus meinem Leben. Und manchmal habe ich dann immer schon diesen komischen Gedanken, das ist ja merkwürdig, das ging dir doch schon als Kleinkind so, dass dich deine Mutter verlassen hat. Ist das immer so? Irgendwann entschwinden die Frauen aus meinem Leben. In der Heiligkreuzkirche steht ein Flügel, der von Obdachlosen gern genutzt wird. Heute wird Robert 57. Seit über 20 Jahren lebt er jetzt in Berlin. Sein einziges Geschenk? Ein Geburtstagsständchen. Einmal in der Woche kommt er hierher, um seinen Freund Micha zu treffen. Für Robert ist es auch eine Möglichkeit, Musik zu hören, die ihm viel bedeutet. Fand Robert immer wieder für kurze Zeit Arbeit. Später wurde es immer schwieriger, an neue Jobs zu kommen. Immer häufiger reichte das Geld nicht. Das geht so nach und nach. Man hat noch eine Wohnung und irgendwann bin ich einfach ausgezogen. Ich wohnte bei verschiedenen Freunden auch und machte da immer noch alle möglichen Jobs. Dann habe ich beispielsweise so Ausstellungen organisiert und dergleichen. Ja, und da dachte ich, ach, das geht ja einfach so. So kann man auch leben. Ja. War aber nicht so. Eine Markthalle in Kreuzberg. Robert lebt ohne Hartz IV und bekommt auch sonst keine finanzielle Unterstützung. Ab und zu kann er hier am antiquarischen Bücherstand aushelfen, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Hier ist es warm und Bücher waren schon immer die Welt, in der er sich zu Hause fühlt. Die Leute sehen mich da am Bücherstand und denken wahrscheinlich auch, naja, der macht da auch sein Geld und lebt da wahrscheinlich irgendwo. In Wahrheit bin ich eigentlich auf der Straße. Wenn man dann eben keinen festen Wohnsitz mehr hat, dann hat man eben auch keinen Anspruch da auf irgendwelche Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe. Ich dachte immer, naja, auf diese staatlichen Almosen bin ich nicht unbedingt angewiesen. Das ist auch so ein wenig dieser Stolz, den ich mit mir so rumtrage. Stefan auf dem Weg zu seiner Mutter in Herzberge. Stefan kommt aus einem Akademikerhaushalt. Beide Eltern arbeiteten als Landschaftsplaner im Berliner Senat. Trotz aller guten Vorsätze, Stefan hat noch immer keine Wohnung gefunden. Seine Mutter macht sich Sorgen. Was sagt das Arbeitsamt? Das Arbeitsamt sagt gar nichts. Immer noch nicht. Na, weil ich habe denen erstmal mein Material wieder neu eingereicht. Ne? Mhm. Das heißt also, jetzt nehmen die mich neu in ihre Datenbank auf. Mhm. Und dann können sie mich erstmal bearbeiten. Ah, Stefan. Na, das Arbeitsamt soll sich auch mal ein bisschen bewegen. Nein, du musst dich bewegen. Nee, das Arbeitsamt. Du musst dich auch bewegen. Ja, und Bewegung ist keine, nichts. Keine Verpflegung. So ist es. Nach wie vor. Ja.
Seine Mutter hat viele Fotos aus Stefans früherem Leben aufgehoben. Stefan hat früher viel Zeit mit seinen Kindern verbracht. Er vermisst seine Töchter und seine Mutter weiß bis heute nicht, warum ihr Sohn nach einer behüteten Kindheit und Erfolgen in der Schule und im Studium so scheitern konnte. Und dem drum schöner Sommer. Ich kann es mir nicht erklären. Denn ich meine, seine geistigen Gaben sind ja durchaus der Art, dass man sagt, na lieber Himmel, du weißt alles, also mach es. Mach es. Aber, wie gesagt, ich habe den Stups in der Richtung, das ist mir noch nicht gelungen, wirklich nicht. Ja. Ja, weil man sich als Außenstehender das so vorstellt, man muss es halt nur tun und wenn man das packt, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Aber nein, das dauert. Und als Innenstehender ist es anders, ne? Ich sehe das ganz genauso. Ich habe nicht mal ein Erklärungsmuster dafür, ja, warum das so ist. Mhm. Aber die sind auf und ab, hier auf und ab. Ja, und dann auf dieses, es ging mal auf, kommt dann immer so ein Knick. Und das ist der Knick, wo ich dann immer auch anfange zu trinken wieder. Ja. Und dann geht es natürlich erstmal wieder runter. Ne? Ja, und das ist dann ziemlich böse. Das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, oh, wie kommt er da wieder raus? Mühlhausen in Thüringen. Hier ist Mike geboren, hier lebten seine Eltern. Auf dem Höhepunkt seiner beruflichen Karriere hat er sie damals kaum noch besucht. Dafür war keine Zeit. Als seine Mutter starb, erfuhr er es nicht. Mit Sicherheit war das einer meiner schlimmsten Fehler, die ich überhaupt je gemacht habe. Dass ich eben dort nicht wirklich ganz regelmäßig war, dass ich da also nicht regelmäßig angerufen habe, dass ich mich im Prinzip nicht drum gekümmert habe. Ja. Es tut mir ganz arg leid, aber es ist nicht mehr zu ändern. Seine Schwester wohnt noch immer im Ort, in dieser Straße. Aber Mike traut sich nicht, bei ihr zu klingeln nach all den Jahren. Zu groß ist die Angst vor ihrer Ablehnung. Auf Mike wirkt diese Situation so stark, dass er noch einmal alles versuchen will, sein Leben zu ändern. Jobcenter Berlin-Pankow. Der Informatiker, Master of Science und hochbezahlte Berater großer Unternehmen hat nach Jahren wieder einen Termin beim Arbeitsamt. Hallo, Herr Arndt. Hallo, Herr Wunder. Schönen Tag. Es kostet ihn große Überwindung und er ist sehr aufgeregt. Zu einem neuen Beratungsgespräch? Ja, genau. Müssen wir mal schauen, welche Möglichkeiten wir jetzt haben. Wir wollen natürlich gucken, dass wir daraus ableitend eventuell Sie natürlich in Richtung ersten Arbeitsmarkt in irgendeiner Form reinkriegen können. Und ich vermerke das heute, wie gesagt, in den Gesprächsvermerken auch, dass wir darüber gesprochen haben. Und das ist eine schwierige Phase. Also die Arbeitgeber haben schon genug Potenzial, was jünger, was frischer ist, was noch schneller wo die Ausbildung nicht so lange zurückliegt, beziehungsweise die letzten Berufserfahrungen. Sicherlich ist es ein schwerer Weg, aber ich würde einfach sagen, man muss dran glauben, man muss es versuchen. Mike beginnt wieder zu hoffen, auch wenn seine Chancen nicht gut sind. Ein Vierbettzimmer in einem Wohnheim. Mike hat es bis zu einem Platz in einer Obdachlosenpension geschafft. Das ist schon ein Anfang. Als nächstes will er einen Job finden. In diesem Level möchte ich mich auf keinen Fall irgendwo einrichten, sondern ich bin jetzt auf einem ganz tiefen Level, auf der untersten Sprosse einer Leiter. Und die geht's für mich nur noch nach oben. Nur noch. Ich gucke nicht mehr zurück. Ich mache es nicht mehr. Ich will es auch nicht. Stefan lebt nach 6 Monaten immer noch in seinem Wohnheim. Seine Töchter hat er schon lange nicht mehr gesehen. Warum hat er noch keine eigene Wohnung gefunden? Warum sucht er nicht den Kontakt zu seinen Töchtern? Was hindert ihn, einen Alkoholentzug zu machen und sein Leben zu ändern? Ja. Selbstmitleid? Ich glaube, das ist das treffende Wort. Selbstmitleid und dann in so
ziehe mich in mich selbst zurück. Und ich will eigentlich auch gar keinen Kontakt haben. Aber das ist ja genau die falsche Strategie. Also das geht so nicht. Es wird Abend. Und Robert ist immer noch unterwegs auf der Suche nach Essen, Trinken und einem Schlafplatz. Eigentlich bin ich eher froh, wenn die Nacht um ist und ich wieder losmarschieren kann. Beschäftigt bin ich ja in diesem Sinne. Und selbst wenn es nur das Gehen ist und das Denken im Gehen. Das Leben auf der Straße ist nicht das Schlimmste. Was ihm wirklich fehlt, sind Freunde. Die Einsamkeit, das ist das Schwierigste. Wenn man draußen ist und hat keinen Gesprächspartner, möchte aber gerne mit jemandem reden. Ich meine einen adäquaten Gesprächspartner, der auch versteht, welche Gedanken einen bewegen. Und diejenigen, mit denen man noch zu tun hat, wo man also auch denkt, kann man sich noch mit denen unterhalten. Dann merkst du aber leider auch, dass das im Laufe der Jahre fast gar nicht mehr möglich ist, weil die sich auch nur noch im Kreise drehen und dann kommst du wieder auf dich selber zurück. Viele von denen, die ich kannte, sind eben nicht mehr unter uns. Ne? Die haben wir längst zum Grabe getragen und das waren auch nicht die schlechtesten Menschen. In dieser Nacht wird Robert in der Notunterkunft einer Kirche schlafen. Er bekommt sogar zwei Matten wegen seiner Rückenschmerzen. Früh am nächsten Morgen wird er wieder unterwegs sein. Umgekehrter Existenzialismus, ne, ist das mehr. Also, es geht wirklich nur noch um dieses Existenz. Ne? Wie betreibe ich das jetzt noch, mich am Leben zu halten? Da muss man sich natürlich, dadurch, dass es viel Konkurrenz auch auf diesem Gebiet gibt, ein bisschen clever anstellen. Und es ist auch zum Teil sehr zeitaufwendig. Da muss man schon mal ein bisschen spitzen, in die nochmal Papierkörbe und so weiter reinspitzen. Aber das lohnt sich wirklich nur in touristisch erschlossenen Gebieten. Mike Wunder war ein gefragter Mitarbeiter, wechselte ständig an neue, noch interessantere Arbeitsplätze. Sein Gebiet war die Synchrondatenhaltung, also die Organisation von Daten im laufenden Betrieb. Das ist wie eine Droge irgendwie. Erfolg ist wie eine Droge. Das ist zum Teil ganz schlimm. Ja, also man will immer mehr, immer schneller, immer besser, immer höher, immer weiter. Immer. Ja, man will das. Ja, und wenn man da kein Korrektiv hat, in Form vielleicht einer liebenden oder meckernden Ehefrau, Kinder. Keine Verantwortung hat. Ich habe ja nur Verantwortung für mich selber gehabt. Ja. Und ja, wenn das Korrektiv fehlt, kann es halt wirklich zu Entgleisungen kommen. Und genau das ist passiert. Ja. Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo die Wellen so ein bisschen über einem zusammenschlagen. Es ist im Prinzip ein Dauerstress. Man hat keinen Urlaub oder man nimmt sich einfach die Zeit nicht. Man vernachlässigt sich selbst und seine Seele. Und dieses kann man, glaube ich, nicht auf ewig durchhalten. Also bei mir war nach 5 Jahren Schluss. Ich war innerhalb dieses Projektes von einem Tag auf den anderen nicht mehr erreichbar. Für meine Headhunter nicht mehr erreichbar. Für meine Kollegen, Freunde und Bekannten nicht mehr erreichbar. Ich konnte auch gar nicht erreichbar sein. Ich habe mein Laptop, das habe ich in die Mülltonne geworfen. Ich konnte nicht mehr. Ich war erledigt am Ende. Ein Burnout, aus dem ihn niemand retten konnte. Der Kontakt zur Familie war längst abgebrochen. Über ein Jahr lebte Mike von seinen Ersparnissen. Dann suchte er einen Job. Schließlich beantragte er Hartz IV. Als die Bedarfsermittler des Arbeitsamtes in seine Wohnung kamen, um seinen Fall zu prüfen, warf er sie einfach hinaus. Darauf sperrte man ihm die Zahlungen. Mike entwickelte eigene Überlebensstrategien. Diesen Busch oder diesen kleinen Baum habe ich ein bisschen modifiziert, damit ich so eine Art Igloo aus Blättern habe, was man jetzt leider nicht so sehen kann, erst im Sommer so richtig.
Und ja, die Sachen hier, die habe ich zusammengetragen. Der Diplom-Informatiker baute sich eine Bleibe im Park. Damit versuchte er sich wenigstens ein Stück seiner Unabhängigkeit zu erhalten. Er, der früher als Chef Anweisungen geben konnte, kam nicht damit zurecht, bei Behörden Bittsteller zu sein. Er ging nicht mehr zum Amt, zahlte seine Rechnung nicht mehr, öffnete seine Briefe nicht. Kurz vor der Zwangsräumung bezog er sein Iglu. Dort wohnt er seit 2 Jahren. Sommer wie Winter. Am besten benimmt man sich, indem man überhaupt nicht auffällt. Also nicht in Erscheinung tritt, praktisch unsichtbar ist. Und wenn man im Park rumläuft, eben wie ein Spaziergänger oder wie ein aussieht oder jemand, der seine Freizeit verbringt, auf keinen Fall den Eindruck erweckt, dass man hier wohnt. Das darf man auf gar keinen Fall. Vormittag in einem Wohnheim, die Luxusklasse mit Einzelzimmer. Eine amtliche Einrichtung für Obdachlose. Stefan Beer wohnt seit 3 Monaten hier. Guten Morgen. Buongiorno. Komm ist da. Nee. Du weißt, ich kann kein Italienisch. Geht's dir gut oder weniger? Mir geht's hervorragend. Und ja, du willst mit mir wirklich Blitzschach spielen? Stefan will so bald wie möglich eine eigene Wohnung, damit er seine beiden Töchter endlich wieder einladen kann. Sie soll nicht wissen, wie er lebt. Er hat sie seit Wochen nicht gesehen. Die Kinder sind der Grund, warum er hier wieder herauskommen will. Er hat das Foto der Töchter aufgehängt, damit es ihn immer daran erinnert. Ich bin beim Nullpunkt, ne? Um nicht zu sagen, ich bin ja eigentlich schon bei -3. Denn wenn man jetzt so meine Situation betrachtet, also ich stehe kurz vor der Scheidung. Wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Und was bedeutet das? Das ist natürlich ein Schrecken, ein existenzieller Schrecken. Marburg, die idyllische Kleinstadt in Hessen, die Robert verlassen hat. Dabei schien sich doch damals alles zunächst zum Guten zu entwickeln. Nach seinem Hochschulstudium und seinem Diplom in Religionswissenschaften gelang es ihm rasch, einen Arbeitsplatz zu finden. 10 Jahre lang hat er in einem Internat gearbeitet und betreute dort blinde und sehbehinderte Schüler des Gymnasiums. Dann begann der Alkohol ein Problem zu werden. Manche der Schüler waren enttäuscht von ihm, als er ging. Einer davon ist Rüdiger Ulrich, der heute zuständig ist für die Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung. Der frühere Freund erinnert sich noch gut an Robert. Ich selber persönlich kenne den Robert seit Mitte der 70er Jahre. Ich kann mich erinnern, dass er ein kulturell sehr begeisterter Mensch war, ein toller Musiker, Gitarre gespielt hat, in verschiedenen Bands gesungen hat, dass er ein super Sportler war, total belesen. Und ja, also mit, sagen wir mal, sehr, sehr gut Freunde hatte, Bekannte hatte. Ja, daran kann ich mich erinnern. Robert hat Marburg damals verlassen, weil er sich in eine Frau aus Berlin verliebte. Eine Beziehung, die unter keinem guten Stern stand. Die Zeit in Marburg mit sicherem Einkommen war vorbei. Die ging zu Ende, weil ich mich schlicht und einfach nach Berlin verliebt habe. Ich habe eben festgestellt, dass es die wichtigsten Menschen in meinem Leben Frauen waren und sind. Das Komische war halt nur immer, dass sie irgendwann mal dachten, sie müssten was anderes machen oder heiraten einen anderen oder verschwinden ganz aus meinem Leben. Und manchmal habe ich dann immer schon diesen komischen Gedanken, das ist ja merkwürdig, das ging dir doch schon als Kleinkind so, dass dich deine Mutter verlassen hat. Ist das immer so? Irgendwann entschwinden die Frauen aus meinem Leben. In der Heiligkreuzkirche steht ein Flügel, der von Obdachlosen gern genutzt wird. Heute wird Robert 57. Seit über 20 Jahren lebt er jetzt in Berlin. Sein einziges Geschenk? Ein Geburtstagsständchen. Einmal in der Woche kommt er hierher, um seinen Freund Micha zu treffen. Für Robert ist es auch eine Möglichkeit, Musik zu hören, die ihm viel bedeutet.
In den ersten Jahren in Berlin fand Robert immer wieder für kurze Zeit Arbeit. Später wurde es immer schwieriger, an neue Jobs zu kommen. Immer häufiger reichte das Geld nicht. Das geht so nach und nach. Man hat noch eine Wohnung und irgendwann bin ich einfach ausgezogen. Ich wohnte bei verschiedenen Freunden auch und machte da immer noch alle möglichen Jobs. Dann habe ich beispielsweise so Ausstellungen organisiert und dergleichen. Ja, und da dachte ich, ach, das geht ja einfach so. So kann man auch leben. Ja. War aber nicht so. Eine Markthalle in Kreuzberg. Robert lebt ohne Hartz IV und bekommt auch sonst keine finanzielle Unterstützung. Ab und zu kann er hier am antiquarischen Bücherstand aushelfen, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Hier ist es warm und Bücher waren schon immer die Welt, in der er sich zu Hause fühlt. Die Leute sehen mich da am Bücherstand und denken wahrscheinlich auch, naja, der macht da auch sein Geld und lebt da wahrscheinlich irgendwo. In Wahrheit bin ich eigentlich auf der Straße. Mike Wunder ist zufrieden mit seinem Aussehen. Ein Anzug aus bestem Material, der perfekt sitzt. Früher hätte er ihn sofort gekauft. Zu lang als zu kurz. Das sind bei den Italienern das Programm. In diesem Café treffen sich mittags viele Geschäftsleute. Auch Mike hat früher in solchen Lokalen seine Mittagspausen verbracht. Von 1993 an bis zu ca. 2001 habe ich als freiberuflicher IT-Consultant für große Unternehmen gearbeitet und so ca. 15.000 Euro im Monat verdient. Die Universitätsstadt Marburg. Hier ist Robert Hesse, 57 Jahre alt, geboren und aufgewachsen. Das heutige Religionswissenschaftliche Institut, Roberts ehemaliger Fachbereich. Ich habe von 1976 bis 1981 in Marburg an der Lahn Religionswissenschaften studiert. Und auch mit Magister abgeschlossen. Und Schwerpunkt waren die verschiedenen Arten der Mystik im Christentum und Islam. Bilder aus der Zeit, in der Stefan Beer, ein glücklicher Familienvater, und seine beiden Töchter noch Kleinkinder waren. Damals sah die Zukunft noch glänzend aus. Das lief ja wie am Schnürchen, ja? Abitur, keine Probleme, ja? Ein 1er-Abitur gemacht. 3 Jahre bei der Armee gewesen. Mit recht guten Beurteilungen dort raus. Angefangen zu studieren, Beststudent gewesen, ne? Sonderstipendien gekriegt. Bahnhofsmission Berlin Zoologischer Garten. Hier bekommen Obdachlose eine Mahlzeit umsonst, jeden Tag finanziert von Spenden. Auch für Mike war dieser Ort irgendwann die letzte Rettung. Längst kann er sich keinen Anzug mehr leisten und auch sonst nicht viel. Ja, ein Käsebrot vielleicht, ja? Ja, das ist super. Dankeschön. Und kann ich noch so ein Croissant bekommen? So ein normales Croissant wäre mir am liebsten. Seit Jahren hat der Informatiker Mike Wunder keinen Kontakt mehr zur Familie, zu keiner einzigen Person aus seinem ehemals bürgerlichen Leben. Manchmal werden die Obdachlosen noch von Angehörigen oder Freunden vermisst. Dann hängen Zettel mit Suchmeldungen vor der Bahnhofsmission. Ich glaube, nach mir wird wohl im Moment wohl eher niemand suchen, denke ich mal. Dafür habe ich mich einfach zu sehr von allen noch abgekapselt. Speziell auch in der Zeit, wo ich dann obdachlos geworden bin. Ich würde mich dem Kontakten auch nicht stellen. Also meine jetzige Situation, glaube ich nicht, dass es mir sehr gelegen erscheint, jetzt irgendwo mich zu melden oder guten Tag zu sagen oder überhaupt auch jemanden aus meiner Familie zu treffen. Es wird Abend in Berlin. Die Straßen der Stadt sind heute Robert Hesses Zuhause. Und manchmal auch ein Dachboden. Noch vor dem Mauerfall kam der Religionswissenschaftler von Marburg nach Berlin. Seit 3 Jahren hat Robert keine eigene Wohnung mehr. Morgens weiß er nie, wo er die nächste Nacht verbringen wird.
wenn du draußen irgendwas suchst und dir überlegst, wo kann ich mich denn einigermaßen sicher hinlegen, wenn du auf den Dachboden gehst. Ne? Selbst das ist Stress. Hoffentlich hört dich keiner und ich schleichst da vorbei. Es sei denn, es gibt da zufällig Bewohner, die dich kennen und sagen, okay, lass den mal, der macht auch weiter nichts. Ein Leben ohne Geld, das erfordert von Mike neue Fähigkeiten. Vor 20 Jahren studierte er Informatik in Karlsruhe und machte in Los Angeles einen Abschluss als Master of Science. Zurück in Deutschland arbeitete er als Berater für große Unternehmen. Manchmal hilft ihm jetzt sein Organisationstalent, das ihn früher so erfolgreich machte. Das Flaschensammeln ist halt eine der wenigen halbwegs sicheren Einnahmequellen überhaupt, die man hat an Bargeld, für Bargeld. Und wenn man dann eben keinen festen Wohnsitz mehr hat, dann hat man eben auch keinen Anspruch da auf irgendwelche Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe. Ich dachte immer, naja, auf diese staatlichen Almosen bin ich nicht unbedingt angewiesen. Das ist auch so ein wenig dieser Stolz, den ich mit mir so rumtrage. Stefan auf dem Weg zu seiner Mutter in Herzberge. Stefan kommt aus einem Akademikerhaushalt. Beide Eltern arbeiteten als Landschaftsplaner im Berliner Senat. Trotz aller guten Vorsätze, Stefan hat noch immer keine Wohnung gefunden. Seine Mutter macht sich Sorgen. Was sagt das Arbeitsamt? Das Arbeitsamt sagt gar nichts. Immer noch nicht. Na, weil ich habe erstmal mein Material wieder neu eingereicht. Ne? Mhm. Das heißt also, jetzt nehmen die mich neu in ihre Datenbank auf. Mhm. Und dann können sie mich erstmal bearbeiten. Ah, Stefan. Das Arbeitsamt soll sich auch mal ein bisschen bewegen. Nein, du musst dich bewegen. Nee, das Arbeitsamt. Du musst dich auch bewegen. Ja, und Bewegung ist keine Verpflegung. So ist es. Nach wie vor. Ja. Zing. Seine Mutter hat viele Fotos aus Stefans früherem Leben aufgehoben. Stefan hat früher viel Zeit mit seinen Kindern verbracht. Er vermisst seine Töchter und seine Mutter weiß bis heute nicht, warum ihr Sohn nach einer behüteten Kindheit und Erfolgen in der Schule und im Studium so scheitern konnte. Innenleben und dem drum schöner Sommer. Ich kann es mir nicht erklären. Denn ich meine, seine geistigen Gaben sind ja durchaus der Art, dass man sagt, na lieber Himmel, du weißt alles, also mach es. Mach es. Aber, wie gesagt, ich habe den Stups in der Richtung, das ist mir noch nicht gelungen, wirklich nicht. Ja. Ja, weil man sich als Außenstehender das so vorstellt, man muss es halt nur tun und wenn man das packt, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Aber nein, das dauert. Du als Innenstehender ist es anders, ne? Ich sehe das ganz genauso. Ich habe nicht mal ein Erklärungsmuster dafür, ja, warum das so ist. Mhm. Aber die sind auf und ab, hier auf und ab. Ja, und dann auf dieses Schema auf, kommt dann immer so ein Knick. Und das ist der Knick, wo ich dann immer auch anfange zu trinken wieder. Ja? Und dann geht es natürlich erstmal wieder runter. Ne? Ja, und das ist dann ziemlich böse. Das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, oh, wie kommt er da wieder raus? Mühlhausen in Thüringen. Hier ist Mike geboren, hier lebten seine Eltern. Auf dem Höhepunkt seiner beruflichen Karriere hat er sie damals kaum noch besucht. Dafür war keine Zeit. Als seine Mutter starb, erfuhr er es nicht. Mit Sicherheit war das einer meiner schlimmsten Fehler, die ich überhaupt je gemacht habe. Dass ich eben dort nicht wirklich ganz regelmäßig war, dass ich da also nicht regelmäßig angerufen habe, dass ich mich im Prinzip nicht drum gekümmert habe. Ja. Es tut mir ganz arg leid, aber es ist nicht mehr zu ändern.
Seine Schwester wohnt noch immer im Ort, in dieser Straße. Aber Mike traut sich nicht, bei ihr zu klingeln nach all den Jahren. Zu groß ist die Angst vor ihrer Ablehnung. Auf Mike wirkt diese Situation so stark, dass er noch einmal alles versuchen will, sein Leben zu ändern. Jobcenter Berlin-Pankow. Der Informatiker, Master of Science und hochbezahlte Berater großer Unternehmen hat nach Jahren wieder einen Termin beim Arbeitsamt. Hallo, Herr Ahn. Hallo, Herr Wunder. Schönen Tag. Danke. Bin arbeitslos, habe im Prinzip keine eigene Wohnung. Ja. Karte alles schon? Habe im Prinzip fast alles eingebüßt und weiß nicht, ob ich das, was ich schon mal hatte, wiederkriege. Ja, das ist so. Während Stefan in Ost-Berlin studierte, fiel die Mauer. Die Wende kam, eine Wende zum Schlechten in seinem Fall. Nach seinem Studium der Landwirtschaft Tierproduktion sollte er eigentlich eine LPG leiten. Aber plötzlich schien das Studium nichts mehr wert zu sein. Er brach ab, unternahm später noch einen halbherzigen Versuch, Ingenieurwesen zu studieren und gründete ein Unternehmen, das bald pleite ging. Also ich hatte immer so einen speziellen Rhythmus, ne? Mal wieder Arbeit, arbeitslos, mal wieder einen Job, arbeitslos. Und in dieser Zeit habe ich meine Frau kennengelernt. Das Kennenlernen meiner Frau und die Geburt meiner beiden Töchter, das war wieder so als, oh, da funktioniert ja noch was. Ja? Das alles andere kann ja dann gar nicht so schlimm sein. Es wird schon gehen. Und wenn wir zusammenhalten, ja, eine Familie haben, dann wird sich alles andere schon organisieren lassen. Das war wirklich mein Gedankengang. Dann kam eben der Einbruch, dass meine Frau einen anderen Mann kennengelernt hat und eben für sich selbst festgestellt oder festgelegt hat, dass sie ja lieber mit dem anderen Mann zusammenleben will, obwohl sie mir ständig beteuert hat, dass die Familie eigentlich das Wichtigste wäre. Ja, und dann bin ich ausgezogen. Die möblierte Wohnung konnte ich mir dann nur eine begrenzte Zeit lang leisten. Habe dann ziemlich schnell Mietschulden angehäuft, musste also aus der Wohnung raus. Und da hatte ich schon für mich so mehr oder weniger gesagt, eigentlich, was will ich noch? Es ist alles weg, ja. Es ist alles weg. Schulden hast du, Familie ist kaputt, Job hast du auch nicht. Tja. Ja, und dann habe ich angefangen, um mich zu betäuben, habe ich angefangen zu trinken. In der Kreuzberger Heiligkreuzgemeinde ist einmal in der Woche Tag der Obdachlosen. Mit der Kälte kommt der Kleiderwagen. Robert sucht Winterwäsche. Wer braucht Socken? Was? Für den Mund. Nee, jetzt sind wir dünner. Ja. Und ich weiß nicht. Das war ein Fehltritt. Das ist ein Langhantelhose oder so. Robert, früher Religionswissenschaftler, ist heute rund um die Uhr damit beschäftigt, Essen, Trinken, Kleidung und einen Schlafplatz zu organisieren. Nach 3 Jahren auf der Straße ist er es gewöhnt, sich mit dem Nötigsten aus Spenden zu versorgen. Er kennt Mangel und Unsicherheit von klein auf. Alles, was ich weiß, ist, dass die Mutter irgendwann mal nach Amerika gegangen ist. Soll sehr jung gewesen sein. Vom Vater gibt es irgendwelche Gerüchte, aber wie das so ist, man hat ja damals nicht so Auskünfte gekriegt. Ich habe mich auch später nie besonders drum gekümmert, noch was herauszukriegen. Aber ich bin erstmal in einem Heim aufgewachsen, einem Diakonissenheim, und wurde dann adoptiert. Natürlich wusste ich es erstmal nicht. Aber da das ein relativ kleiner Ort war, wo sozusagen jeder jeden kannte, dann war das irgendwann schon bei, es war ein Kindergeburtstag bei einem Nachbarsjungen, der mir irgendwann mal offenbarte, aber du bist ja gar nicht der richtige Junge von deinen Eltern.
Und erstmal dachte ich, was heißt das jetzt wohl? Da beginnt ja dann das große Fragen. Da ist man vielleicht erst 6, 7, 8 Jahre alt. Und trotzdem fragt man sich ja diese berühmten philosophischen Fragen. Ich selber persönlich kenne den Norbert seit Mitte der 70er Jahre. Ich kann mich erinnern, dass er ein kulturell sehr begeisterter Mensch war, ein toller Musiker, Gitarre gespielt hat, in verschiedenen Bands gesungen hat, dass er ein super Sportler war, total belesen. Und ja, also mit, sagen wir mal, sehr, sehr gut Freunde hatte, Bekannte hatte. Ja, daran kann ich mich erinnern. Robert hat Marburg damals verlassen, weil er sich in eine Frau aus Berlin verliebte. Eine Beziehung, die unter keinem guten Stern stand. Die Zeit in Marburg mit sicherem Einkommen war vorbei. Die ging zu Ende, weil ich mich schlicht und einfach nach Berlin verliebt habe. Ich habe eben festgestellt, dass es die wichtigsten Menschen in meinem Leben Frauen waren und sind. Das Komische war halt nur immer, dass sie irgendwann mal dachten, sie müssten was anderes machen oder heiraten einen anderen oder verschwinden ganz aus meinem Leben. Und manchmal habe ich dann immer schon diesen komischen Gedanken, das ist ja merkwürdig, das ging dir doch schon als Kleinkind so, dass dich deine Mutter verlassen hat. Ist das immer so? Irgendwann entschwinden die Frauen aus meinem Leben. In der Heiligkreuzkirche steht ein Flügel, der von Obdachlosen gern genutzt wird. Heute wird Robert 57. Seit über 20 Jahren lebt er jetzt in Berlin. Sein einziges Geschenk? Ein Geburtstagsständchen. Einmal in der Woche kommt er hierher, um seinen Freund Micha zu treffen. Für Robert ist es auch eine Möglichkeit, Musik zu hören, die ihm viel bedeutet. In den ersten Jahren in Berlin fand Robert immer wieder für kurze Zeit Arbeit. Später wurde es immer schwieriger, an neue Jobs zu kommen. Immer häufiger reichte das Geld nicht. Das geht so nach und nach. Man hat noch eine Wohnung und irgendwann bin ich einfach ausgezogen. Ich wohnte bei verschiedenen Freunden auch und machte da immer noch alle möglichen Jobs. Dann habe ich beispielsweise so Ausstellungen organisiert und dergleichen. Ja, und da dachte ich, ach, das geht ja einfach so. So kann man auch leben. Ja. Als Wissenschaftler ist heute rund um die Uhr damit beschäftigt, Essen, Trinken, Kleidung und einen Schlafplatz zu organisieren. Nach 3 Jahren auf der Straße ist er es gewöhnt, sich mit dem Nötigsten aus Spenden zu versorgen. Er kennt Mangel und Unsicherheit von klein auf. Alles, was ich weiß, ist, dass die Mutter irgendwann mal nach Amerika gegangen ist. Soll sehr jung gewesen sein. Vom Vater gibt es irgendwelche Gerüchte, aber wie das so ist, man hat ja damals nicht so Auskünfte gekriegt. Ich habe mich auch später nie besonders drum gekümmert, noch was herauszukriegen. Aber ich bin erst mal in einem Heim aufgewachsen, einem Diakonissenheim. Und wurde dann adoptiert. Natürlich wusste ich es erstmal nicht, aber da das ein relativ kleiner Ort war, wo sozusagen jeder jeden kannte, dann war das irgendwann schon bei, es war ein Kindergeburtstag bei einem Nachbarsjungen, der mir irgendwann mal offenbarte, aber du bist ja gar nicht der richtige Junge von deinen Eltern. Und erstmal dachte ich, was heißt das jetzt wohl? Da beginnt ja dann das große Fragen. Da ist man vielleicht erst 6, 7, 8 Jahre alt. Und trotzdem fragt man sich ja diese berühmten philosophischen Fragen. Ne? Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und was bedeutet das? Das ist natürlich ein Schrecken.
ein existenzieller Schrecken. Marburg, die idyllische Kleinstadt in Hessen, die Robert verlassen hat. Dabei schien sich doch damals alles zunächst zum Guten zu entwickeln. Nach seinem Hochschulstudium und seinem Diplom in Religionswissenschaften gelang es ihm rasch, einen Arbeitsplatz zu finden. 10 Jahre lang hat er in einem Internat gearbeitet und betreute dort blinde und sehbehinderte Schüler des Gymnasiums. Dann begann der Alkohol ein Problem zu werden. Manche der Schüler waren enttäuscht von ihm, als er ging. Einer davon ist Rüdiger Ulrich, der heute zuständig ist für die Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung. Der frühere Freund erinnert sich noch gut an Robert. Ich selber persönlich kenne den Robert seit Mitte der 70er Jahre. Ich kann mich erinnern, dass er ein kulturell sehr begeisterter Mensch war, ein toller Musiker, Gitarre gespielt hat, in verschiedenen Bands gesungen hat, dass er ein super Sportler war, total belesen. Und sehr, sehr gut Freunde hatte, Bekannte hatte. Daran kann ich mich erinnern. Robert hat Marburg damals verlassen, weil er sich in eine... Das ging dir doch schon als Kleinkind so, dass dich deine Mutter verlassen hat. Ist das immer so? Irgendwann entschwinden die Frauen aus meinem Leben. In der Heiligkreuzkirche steht ein Flügel, der von Obdachlosen gern genutzt wird. Heute wird Robert 57. Seit über 20 Jahren lebt er jetzt in Berlin. Sein einziges Geschenk? Ein Geburtstagsständchen. Einmal in der Woche kommt er hierher, um seinen Freund Micha zu treffen. Für Robert ist es auch eine Möglichkeit, Musik zu hören, die ihm viel bedeutet. In den ersten Jahren in Berlin fand Robert immer wieder für kurze Zeit Arbeit. Später wurde es immer schwieriger, an neue Jobs zu kommen. Immer häufiger reichte das Geld nicht. Das geht so nach und nach. Man hat noch eine Wohnung und irgendwann bin ich einfach ausgezogen. Ich wohnte bei verschiedenen Freunden auch und machte da immer noch alle möglichen Jobs. Dann habe ich beispielsweise so Ausstellungen organisiert und dergleichen. Ja, und da dachte ich, ach, das geht ja einfach so. So kann man auch leben. Ja. War aber nicht so. Eine Markthalle in Kreuzberg. Robert lebt ohne Hartz IV und bekommt auch sonst keine finanzielle Unterstützung. Ab und zu kann er hier am antiquarischen Bücherstand aushelfen, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Hier ist es warm und Bücher waren schon immer die Welt, in der er sich zu Hause fühlt. Die Leute sehen mich da am Bücherstand und denken wahrscheinlich auch, naja, der macht da auch sein Geld und lebt da wahrscheinlich irgendwo. In Wahrheit bin ich eigentlich auf der Straße. Und wenn man dann eben keinen festen Wohnsitz mehr hat, dann hat man eben auch keinen Anspruch da auf irgendwelche Arbeitslosen. Geld oder Arbeitslosenhilfe. Ich dachte immer, naja, auf diese staatlichen Almosen bin ich nicht unbedingt angewiesen. Das ist auch so. Waren die verschiedenen Arten der Mystik im Christentum und Islam. Bilder aus der Zeit, in der Stefan Beer, ein glücklicher Familienvater, und seine beiden Töchter noch Kleinkinder waren. Damals sah die Zukunft noch glänzend aus. Das lief ja wie am Schnürchen, ja. Abitur, keine Probleme, ja. Ein 1er-Abitur gemacht. 3 Jahre bei der Armee gewesen. Mit recht guten Beurteilungen dort raus. Angefangen zu studieren, Beststudent gewesen, ja? Sonderstipendien gekriegt. Bahnhofsmission Berlin Zoologischer Garten.
Hier bekommen Obdachlose eine Mahlzeit umsonst, jeden Tag finanziert von Spenden. Auch für Mike war dieser Ort irgendwann die letzte Rettung. Längst kann er sich keinen Anzug mehr leisten und auch sonst nicht viel. Ja, ein Käsebrot vielleicht, ja? Ja, das ist super, danke schön. Und kann ich noch so ein Croissant bekommen? So ein normales Croissant wäre mir am liebsten. Seit Jahren hat der Informatiker Mike Wunder keinen Kontakt mehr zur Familie, zu keiner einzigen Person aus seinem ehemals bürgerlichen Leben. Manchmal werden die Obdachlosen noch von Angehörigen oder Freunden vermisst. Dann hängen Zettel mit Suchmeldungen vor der Bahnhofsmission. Ich glaube, nach mir wird wohl im Moment wohl eher niemand suchen, denke ich mal. Dafür habe ich mich einfach zu sehr von allen noch abgekapselt. Speziell auch in der Zeit, wo ich dann obdachlos geworden bin. Ich würde mich den Kontakten auch nicht stellen. Also meine jetzige Situation, glaube ich nicht, dass es mir sehr gelegen erscheint, jetzt irgendwo mich zu melden oder guten Tag zu sagen oder überhaupt auch jemanden aus meiner Familie zu treffen. Es wird Abend in Berlin. Die Straßen der Stadt sind heute Robert Hesses Zuhause und manchmal auch ein Dachboden. Noch vor dem Mauerfall kam der Religionswissenschaftler von Marburg nach Berlin. Seit 3 Jahren hat Robert keine eigene Wohnung mehr. Morgens weiß er nie, wo er die nächste Nacht verbringen wird. Wenn du draußen irgendwas suchst und dir überlegst, wo kann ich mich denn einigermaßen sicher hinlegen, wenn du auf den Dachboden gehst. Ne? Selbst das ist Stress. Hoffentlich hört dich keiner und ich schleichst da vorbei. Es sei denn, es gibt da zufällig Bewohner, die dich kennen und sagen, okay, lass den mal, der macht auch weiter nichts. Ein Leben ohne Geld, das erfordert von Mike neue Fähigkeiten. Vor 20 Jahren studierte er Informatik in Karlsruhe und machte in Los Angeles einen Abschluss als Master of Science. Zurück in Deutschland arbeitete er als Berater für große Unternehmen. Manchmal hilft ihm jetzt sein Organisationstalent, das ihn früher so erfolgreich machte. Das Arbeitsamt, sagt gar nichts. Immer noch nicht. Na, weil ich habe denen erstmal mein Material wieder neu eingereicht. Ne? Mhm. Das heißt also, jetzt nehmen die mich neu in ihre Datenbank auf. Mhm. Und dann können sie mich erstmal bearbeiten. Ah, Stefan. Na, das Arbeitsamt soll sich auch mal ein bisschen bewegen. Nein, du musst dich bewegen. Nee, das Arbeitsamt. Musst dich auch bewegen. Ja, und Bewegung ist keine Verpflegung. So ist es. Nach wie vor. Ja. Seine Mutter hat viele Fotos aus Stefans früherem Leben aufgehoben. Stefan hat früher viel Zeit mit seinen Kindern verbracht. Er vermisst seine Töchter und seine Mutter weiß bis heute nicht, warum ihr Sohn nach einer behüteten Kindheit und Erfolgen in der Schule und im Studium so scheitern konnte. Und dem drohen schöner Sommer. Ich kann es mir nicht erklären. Denn, ich meine, seine geistigen Gaben sind ja durchaus der Art, dass man sagt, na, lieber Himmel, du weißt alles, also mach es. Mach es. Aber, wie gesagt, ich habe den Stups in der Richtung, das ist mir noch nicht gelungen, wirklich nicht. Ja. Ja, weil man sich als Außenstehender das so vorstellt, man muss es halt nur tun und wenn man das packt, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Aber nein, das dauert. Und als Innenstehender ist es anders, ne? Ich sehe das ganz genauso. Ich habe nicht mal ein Erklärungsmuster dafür, ja, warum das so ist. Mhm. Aber die sind auf und ab, hier auf und ab. Ja, und dann auf dieses, es ging mal auf, kommt dann immer so ein Knick. Und das ist der Knick, wo ich dann immer auch anfange zu trinken wieder, ja. Und dann geht es natürlich erstmal wieder runter, ne? Ja, und das ist dann ziemlich böse. Das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, oh, wie kommt er da wieder raus? Mühlhausen in Thüringen. Hier ist Mike geboren, hier lebten seine Eltern. Auf dem Höhepunkt seiner beruflichen Karriere hat er sie damals kaum noch besucht. Dafür war keine Zeit. Als seine Mutter starb, erfuhr er es nicht.
Mit Sicherheit war das einer meiner schlimmsten Fehler, die ich überhaupt je gemacht habe. Dass ich eben dort nicht wirklich ganz regelmäßig war, dass ich da also nicht regelmäßig angerufen habe, dass ich mich im Prinzip nicht drum gekümmert habe. Ja. Es tut mir ganz arg leid, aber es ist nicht mehr zu ändern. In Wahrheit bin ich eigentlich auf der Straße. Mike Wunder ist zufrieden mit seinem Aussehen. Ein Anzug aus bestem Material, der perfekt sitzt. Früher hätte er ihn sofort gekauft. Zu lang als zu kurz. Das sind bei den Italienern das Programm. Die jungen Leute sind alle groß, dann wollen sie ja auch hier aus hier rausgewachsen aus. Weil Die Optik stimmt. In diesem Café treffen sich mittags viele Geschäftsleute. Auch Mike hat früher in solchen Lokalen seine Mittagspausen verbracht. Von 1993 an bis zu ca. 2001 habe ich als freiberuflicher IT-Consultant für große Unternehmen gearbeitet und zu ca. 15.000 Euro im Monat verdient. Die Universitätsstadt Marburg. Hier ist Robert Hesse, 57 Jahre alt, geboren und aufgewachsen. Das heutige Religionswissenschaftliche Institut, Roberts ehemaliger Fachbereich. Ich habe von 1976 bis 1981 in Marburg an der Lahn Religionswissenschaften studiert und auch mit Magister abgeschlossen. Und Schwerpunkt waren die verschiedenen Arten der Mystik im Christentum und Islam. Bilder aus der Zeit, in der Stefan Beer, ein glücklicher Familienvater, und seine beiden Töchter noch Kleinkinder waren. Damals sah die Zukunft noch glänzend aus. Das lief ja wie am Schnürchen, ja? Abitur, keine Probleme, ja? Ein 1er-Abitur gemacht. 3 Jahre bei der Armee gewesen. Mit recht guten Beurteilungen dort raus. Angefangen zu studieren, Beststudent gewesen, ne? Sonderstipendien gekriegt. Bahnhofsmission Berlin Zoologischer Garten. Hier bekommen Obdachlose eine Mahlzeit umsonst, jeden Tag finanziert von Spenden. Auch für Mike war dieser Ort irgendwann die letzte Rettung. Längst kann er sich keinen Anzug mehr leisten und auch sonst nicht viel. Ja, ein Käsebrot vielleicht, ja? Ja, das ist super. Dankeschön. Und kann ich noch so ein Croissant bekommen? So ein normales Croissant wäre mir am liebsten. Seit Jahren hat der Informatiker Mike Wunder keinen Kontakt mehr zur Familie, zu keiner einzigen Person aus seinem ehemals bürgerlichen Leben. Manchmal werden die Obdachlosen noch von Angehörigen oder Freunden vermisst. Dann hängen Zettel mit Suchmeldungen vor der Bahnhofsmission. Ich glaube, nach mir wird wohl im Moment wohl kurz vor der Scheidung. Bin arbeitslos, hab im Prinzip keine eigene Wohnung. Ja. Karre alles schon. Habe im Prinzip fast alles eingebüßt und weiß nicht, ob ich das, was ich schon mal hatte, wiederkriege. Ja, das ist so. Während Stefan in Ost-Berlin studierte, fiel die Mauer. Die Wende kam, eine Wende zum Schlechten in seinem Fall. Nach seinem Studium der Landwirtschaft, Tierproduktion sollte er eigentlich eine LPG leiten. Aber plötzlich schien das Studium nichts mehr wert zu sein. Er brach ab, unternahm später noch einen halbherzigen Versuch, Ingenieurwesen zu studieren und gründete ein Unternehmen, das bald pleite ging. Also ich hatte immer so einen speziellen Rhythmus, ne? Mal wieder Arbeit, arbeitslos, dann wieder ein Job, arbeitslos. Und in dieser Zeit habe ich meine Frau kennengelernt. Das Kennenlernen meiner Frau und die Geburt meiner beiden Töchter, das war wieder so als, oh, da funktioniert ja noch was. Ja, das alles andere kann ja dann gar nicht so schlimm sein. Es wird schon gehen. Und wenn wir zusammenhalten, ja, eine Familie haben, dann wird sich alles andere schon organisieren lassen. Das war wirklich mein Gedankengang. Dann kam eben der Einbruch, dass meine Frau einen anderen Mann kennengelernt hat und den für sich selbst festgestellt oder festgelegt hat, dass sie ja lieber mit dem anderen Mann zusammenleben will, obwohl sie mir ständig beteuert hat, dass die Familie eigentlich das Wichtigste wäre. Ja. Und
Und dann bin ich ausgezogen. Die möblierte Wohnung konnte ich mir dann nur eine begrenzte Zeit lang leisten. Habe dann ziemlich schnell Mietschulden angehäuft, musste also aus der Wohnung raus. Und da hatte ich schon für mich so mehr oder weniger gesagt, eigentlich, was will ich noch? Es ist alles weg, ja. Es ist alles weg. Schulden hast du, Familie ist kaputt, Job hast du auch nicht. Tja. Ja, und dann habe ich angefangen, um mich zu betäuben, habe ich angefangen zu trinken. In der Kreuzberger Heiligkreuzgemeinde ist einmal in der Woche Tag der Obdachlosen. Mit der Kälte kommt der Kleiderwagen. Robert sucht Winterwäsche. Wer braucht Socken? Was? Für den Mond. Nee, jetzt sind wir dünner. Und ich weiß nicht. Das war ein Fehlchen. Manchmal hilft ihm jetzt sein Organisationstalent, das ihn früher so erfolgreich machte. Das Flaschensammeln ist halt eine der wenigen halbwegs sicheren Einnahmequellen überhaupt, die man hat an Bargeld, für Bargeld. Und da muss man sich natürlich, dadurch, dass es viel Konkurrenz auch auf diesem Gebiet gibt, ein bisschen clever anstellen. Und es ist auch zum Teil sehr zeitaufwendig. Da muss man schon mal ein bisschen spitzen, in die Papierkörbe und so weiter reinspitzen. Aber das lohnt sich wirklich nur in touristisch erschlossenen Gebieten. Mike Wunder war ein gefragter Mitarbeiter, wechselte ständig an neue, noch interessantere Arbeitsplätze. Sein Gebiet war die Synchrondatenhaltung, also die Organisation von Daten im laufenden Betrieb. Das ist wie eine Droge irgendwie. Erfolg ist wie eine Droge. Das ist zum Teil ganz schlimm. Ja, also man will immer mehr, immer schneller, immer besser, immer höher, immer weiter. Immer. Ja, man will das. Ja, und wenn man da kein Korrektiv hat, in Form vielleicht einer liebenden oder meckernden Ehefrau, Kinder, keine Verantwortung hat. Ich habe ja nur Verantwortung für mich selber gehabt. Ja. Und ja, wenn das Korrektiv fehlt, kann es halt wirklich zu Entgleisungen kommen. Und genau das ist passiert. Ja. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo die Wellen so ein bisschen über einem zusammenschlagen. Es ist im Prinzip ein Dauerstress. Man hat keinen Urlaub oder man nimmt sich einfach die Zeit nicht. Man vernachlässigt sich selbst und seine Seele. Und dieses kann man, glaube ich, nicht auf ewig durchhalten. Also bei mir war nach 5 Jahren Schluss. Ich war innerhalb dieses Projektes von einem Tag auf den anderen nicht mehr erreichbar. Für meine Headhunter nicht mehr erreichbar. Für meine Kollegen, Freunde und Bekannten nicht mehr erreichbar. Ich konnte auch gar nicht erreichbar sein. Ich habe mein Laptop, das habe ich in die Mülltonne geworfen. Ich konnte nicht mehr. Ich war erledigt am Ende. Ein Burnout, aus dem ihn niemand retten konnte. Der Kontakt zur Familie war längst abgebrochen. Über ein Jahr lebte Mike von seinen Ersparnissen. Dann suchte er einen Job. Schließlich beantragte er Hartz IV. Als die Bedarfsermittler des Arbeitsamtes in seine Wohnung kamen, um seinen Fall zu prüfen, warf er sie einfach hinaus. Darauf sperrte man ihm die Zahlungen. Mike entwickelte eigene Überlebensstrategien. Diesen Busch oder diesen kleinen Baum habe ich ein bisschen modifiziert, damit ich so eine Art Igloo aus Blättern habe, was man jetzt leider nicht so sehen kann, erst im Sommer so richtig. Und die Sachen hier, die habe ich zusammengetragen. Der Diplom-Informatiker baute sich eine Bleibe im Park. Damit versuchte er sich wenigstens ein Stück seiner Unabhängigkeit zu erhalten. Also so Ausstellungen organisiert und dergleichen. Ja, und da dachte ich, ach, das geht ja einfach so. So kann man auch leben. Ja. War aber nicht so. Eine Markthalle in Kreuzberg. Robert lebt ohne Hartz IV und bekommt auch sonst keine finanzielle Unterstützung. Ab und zu kann er hier am antiquarischen Bücherstand aushelfen, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Hier ist es warm und Bücher waren schon immer die Welt, in der er sich zu Hause fühlt.
Die Leute sehen mich da am Bücherstand und denken wahrscheinlich auch, naja, der macht da auch sein Geld und lebt da wahrscheinlich irgendwo. In Wahrheit bin ich eigentlich auf der Straße. Und wenn man dann eben keinen festen Wohnsitz mehr hat, dann hat man eben auch keinen Anspruch da auf irgendwelche Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe. Ich dachte immer, naja, auf diese staatlichen Almosen bin ich nicht unbedingt angewiesen. Das ist auch so ein wenig dieser Stolz, den ich mit mir so rumtrage. Stefan auf dem Weg zu seiner Mutter in Herzberge. Stefan kommt aus einem Akademikerhaushalt. Beide Eltern arbeiteten als Landschaftsplaner im Berliner Senat. Trotz aller guten Vorsätze, Stefan hat noch immer keine Wohnung gefunden. Seine Mutter macht sich Sorgen. Was sagt das Arbeitsamt? Das Arbeitsamt sagt gar nichts. Immer noch nicht. Aber ich habe denen erstmal mein Material wieder neu eingereicht. Ne? Mhm. Das heißt also, jetzt nehmen die mich neu in ihre Datenbank auf. Mhm. Dann können sie mich erstmal bearbeiten. Ah, Stefan. Das Arbeitsamt soll sich auch mal ein bisschen bewegen. Nein, du musst dich bewegen. Nee, das Arbeitsamt. Du musst dich auch bewegen. Ja, und Bewegung ist keine Verpflegung. So ist es. Nach wie vor. Ja. Seine Mutter hat viele Fotos aus Stefans früherem Leben aufgehoben. Stefan hat früher viel Zeit mit seinen Kindern verbracht. Er vermisst seine Töchter und seine Mutter weiß bis heute nicht, warum ihr Sohn nach einer behüteten Kindheit und Erfolgen in der Schule und im Studium so scheitern konnte. Und dem drohen schöner Sommer. Ich kann es mir nicht erklären. Denn ja, daran kann ich mich erinnern. Robert hat Marburg damals verlassen, weil er sich in eine Frau aus Berlin verliebte. Eine Beziehung, die unter keinem guten Stern stand. Die Zeit in Marburg mit sicherem Einkommen war vorbei. Die ging zu Ende, weil ich mich schlicht und einfach nach Berlin verliebt habe. Ich habe eben festgestellt, dass es die wichtigsten Menschen in meinem Leben Frauen waren und sind. Das Komische war halt nur immer, dass sie irgendwann mal dachten, sie müssten was anderes machen oder heiraten einen anderen oder verschwinden ganz aus meinem Leben. Und manchmal habe ich dann immer schon diesen komischen Gedanken, das ist ja merkwürdig, das ging dir doch schon als Kleinkind so, dass dich deine Mutter verlassen hat. Ist das immer so? Irgendwann entschwinden die Frauen aus meinem Leben. In der Heiligkreuzkirche steht ein Flügel, der von Obdachlosen gern genutzt wird. Heute wird Robert 57. Seit über 20 Jahren lebt er jetzt in Berlin. Sein einziges Geschenk? Ein Geburtstagsständchen. Einmal in der Woche kommt er hierher, um seinen Freund Micha zu treffen. Für Robert ist es auch eine Möglichkeit, Musik zu hören, die ihm viel bedeutet. In Berlin fand Robert immer wieder für kurze Zeit Arbeit. Später wurde es immer schwieriger, an neue Jobs zu kommen. Immer häufiger reichte das Geld nicht. Das geht so nach und nach. Man hat noch eine Wohnung und irgendwann bin ich einfach ausgezogen. Ich wohnte bei verschiedenen Freunden auch und machte da immer noch alle möglichen Jobs. Dann habe ich beispielsweise so Ausstellungen organisiert und dergleichen. Ja, und da dachte ich, ach, das geht ja einfach so. So kann man auch leben. Ja. War aber
nicht so. Eine Markthalle in Kreuzberg. Robert lebt ohne Hartz IV und bekommt auch sonst keine finanzielle Unterstützung. Ab und zu kann er hier am antiquarischen Bücherstand aushelfen, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Hier ist es warm und Bücher waren schon immer die Welt, in der er sich zu Hause fühlt. Die Leute sehen mich da mehr. Ja. Und dann bin ich ausgezogen. Die möblierte Wohnung konnte ich mir dann nur eine begrenzte Zeit lang leisten. Habe dann ziemlich schnell Mietschulden angehäuft, musste also aus der Wohnung raus. Und da hatte ich schon für mich so mehr oder weniger gesagt, eigentlich, was will ich noch? Es ist alles weg, ja. Es ist alles weg. Schulden hast du, Familie ist kaputt, Job hast du auch nicht. Ja, und dann habe ich angefangen, um mich zu betäuben, habe ich angefangen zu trinken. In der Kreuzberger Heiligkreuzgemeinde ist einmal in der Woche Tag der Obdachlosen. Mit der Kälte kommt der Kleiderwagen. Robert sucht Winterwäsche. Wer braucht Socken? Was? Für den Hut. Nee, jetzt sind wir drinnen. Ja. Und ich weiß nicht. Das war ein Fehlchen. Das ist ein Langhandlerhose oder so. Robert, früher Religionswissenschaftler, ist heute rund um die Uhr damit beschäftigt, Essen, Trinken, Kleidung und einen Schlafplatz zu organisieren. Nach 3 Jahren auf der Straße ist er es gewöhnt, sich mit dem Nötigsten aus Spenden zu versorgen. Er kennt Mangel und Unsicherheit von klein auf. Alles, was ich weiß, ist, dass die Mutter irgendwann mal nach Amerika gegangen ist. Soll sehr jung gewesen sein. Vom Vater gibt es irgendwelche Gerüchte, aber wie das so ist, man hat ja damals nicht so Auskünfte gekriegt. Ich habe mich auch später nie besonders drum gekümmert, noch was herauszukriegen. Aber ich bin erstmal in einem Heim aufgewachsen, einem Diakonissenheim, und wurde dann adoptiert. Natürlich wusste ich es erstmal nicht, aber da das ein relativ kleiner Ort war, wo sozusagen jeder jeden kannte, dann war das irgendwann schon bei. Es war ein Kindergeburtstag bei einem Nachbarsjungen, der mir irgendwann mal offenbarte, aber du bist ja gar nicht der richtige Junge von deinen Eltern. Und erstmal dachte ich, was heißt das jetzt wohl? Da beginnt ja dann das große Fragen. Da ist man vielleicht erst 6, 7, 8 Jahre alt und trotzdem fragt man,